2018 haben wir uns am Samstagnachmittag im Flughafen Zürich-Rot getroffen, die Velo eingepackt und bereit gemacht für den Abflug nach Wien. Mit einem Nachtflug sind wir von Wien nach Addis Abeba geflogen, wo wir ziemlich müde angekommen sind. Dort haben wir das erste Mal die Leute von Simeon Eco Tours getroffen, der Marco mit seinem Team. Nach einer kurzen Fahrt in unser Hotel haben wir uns bereit gemacht und sind mit Uli Scharf bereits auf Erkundungstour in Addis Abeba gegangen. Die Dreifaltigkeitskathedrale ist 1941 nach einem europäischen Entwurf erbaut worden und erinnert an die Befreiung von der Besetzung durch die Italiener 1940. Eine Hochzeitsgesellschaft, die zufällig das Hochzeitsfoto von der Kathedrale geschossen hat, zeigt deutlich, wie die Verhältnisse zwischen Mann und Frau sind. Textilhandwerk spielt eine sehr, sehr große Rolle in Äthiopien, dort aber immer mehr. Mit dem Bus fahren wir an den Stadtrand. Dort können wir von oben auf die doch sehr moderne Stadt Addis Abeba abschauen. Irgendwann kann man da einfach schnell auflösen. Das ist dann die Bus. I'm making a cross. Die traditionellen Gewänder müssen von unseren Damen natürlich ausprobiert werden. Auch wenn es um Schlingen von Schal und Kleider gar nicht so einfach ist. Das grosse, weiche, aus Teff hergestellte Fladenbrot heisst Injera. Gegessen wird mit den Fingern, weil das Sauerteigfladenbrot Injera Teller und Besteck ersetzen tut. Martin, wie schmeckt es? Der saure Geschmack ist natürlich schon sehr gewohnheitsbedürftig. Nach dem Mittagessen gehen wir ins Nationalmuseum. Irgendwann kann man da einfach schnell auflösen. Das ist ganz klar, die Pfanne, der Oberschenkel, dass man wusste, dass es sauber ist. Am nächsten Morgen sind wir zum Inlandflug aufgebrochen nach Lalibela. Lalibela ist eine heilige Stadt und Wallfahrtsort in Äthiopien. Es liegt etwa auf 2500 Meter und hat rund 10'000 Einwohner. Die Stadt ist bekannt für 11 monolithische Kilen, die im roten Basaltlava gemeißelt sind. Gebaut worden sind sie im 12. und 13. Jahrhundert. Ein bisschen Angst haben wir schon gehabt, wo wir Kile mit Zöcken oder Barfuß betreten haben. Denn unser einheimischer Reiseführer hat erzählt, wie es früher immer sehr viel Flöhe in diesen Teppich hatte. Man hat die Teppich das ganze Jahr nie gewaschen und das ist scheinbar sehr schlimm geworden. Ich weiss nicht, ist es Anweisung von oben?
Aber bei einem Foto, da stehen die Geistlichen immer schön in die Mitte. Seit 1978 gehören die Steinbauwerke zum UNESCO-Weltkulturerbe. Damit die Kirchen vom Wetter besser geschützt sind, hat man die nicht gerade schönen Dächer über die Kirchen gebaut. Das ist auch eine Vorschrift von der UNESCO. Ein Fußmarsch in der Abenddämmerung führt uns zu der schönsten Kirche in Lalibela. Eine solche Kirche aus dem Fels rauszupickeln, wird sicher jahrzehntelang gedauert. Obwohl streng verboten, habe ich es gleich schnell probiert. Voller Erwartungen machen wir uns auf den Weg zu einer christlichen Prozession. Heute gibt es auch noch einen sportlichen Teil. Wir schwingen uns aufs Bike und fahren auf einer ruppigen Piste bergauf auf den höchsten Punkt in der Nähe von Lalibela.
Oben angekommen, tauschen wir die Bikeschuhe gegen die Wanderschuhe. Denn jetzt geht es zu Fuss weiter. Steil bergauf geht's, aber die wunderbare Aussicht entschädigt für die Mühe. Beim Abstieg diesen kurzen Kaffee halt. Die zufriedenen Gesichter zeigen, dass der äthiopische Kaffee schon etwas Besonderes ist. Es ist ein fröhliches Erlebnis. Bis nach dem Mittag müssen wir am Flugplatz sein. Das heisst also, beim Abfahren bremsen ein bisschen loslassen und lassen rollen. Der Flug nach Gondar, der geht gerade etwa 30 Minuten. Unterdessen haben wir die Velo aufgeladen auf den Lastwagen und die beiden Helfer fahren die rund 10 Stunden ebenfalls an unseren nächsten Startort. Von 1600 bis 1800 war Gondar die Hauptstadt von Äthiopien. Sie ist auf rund 2200 Meter und hat 350'000 Einwohner. Der Kaiser Vasilidas hat von 1603 bis 1667 gelebt. Er hat die Stadt Gondar gegründet. Sein Wohnsitz hatte er in einem kleinen Einfamilienhäuschen. Seine Festung, die er nach europäischem Vorbild aufgebaut hat. Aber er hat eben auch wieder Gericht gesprochen, wenn es zu einer Einklärung
ሰርጋችን አዲስ ላይ መልሳችን አስመራ ታክሼ በተስፋ ካንተ ቢቄ ታክሼ በተስፋ ካንተ ቢቄ አስታርኩሽ ከስንቱ ተናንቄ ታክሼ bestimmte Feste, wer war Gast da, wer hat sich ins Goldene Buch eingetragen und Baupläne ja, vielleicht. Genau, zu, also im Grunde Strategiepläne, alles was so ein Kaiserpalast oder so ein Kaiserimperium verwalten müsste. Vasilida ist in Asasso gestorben. Sein Leichnam ist auf der Insel Taga im Tanasee begraben. Mit grossem Abstand zur Festung von Vasilida hat er sich ebenfalls ein Lustschloss aufgebaut. Ein spannender Teil unserer Tour erwartet uns. Wir laden das Velo ab und machen uns bereit für die Fahrt in Simien Nationalpark. Oh, das ist nicht da. Der Simien Nationalpark ist 179 Quadratkilometer gross. Die wichtigsten Tiere im Park sind der äthiopische Steinbock, der äthiopische Wolf, Gelada und äthiopische Grünmeerkatze. Mit mehr oder weniger Schwung haben wir unser erstes Camp auf 3400 Meter über Meer erreicht. Das Zeltlager war schon komplett fertig eingerichtet und die Küchenmannschaft hat schon mit Kochen angefangen. Im Nationalpark ist es Vorschrift, dass man nicht nur einen Führer dabei hat, sondern auch immer genügend Wächter, damit für die Sicherheit gesorgt ist. Bei Sonnenaufgang sind die ersten schon unterwegs und geniessen die wunderbare Aussicht ab ins Tal. Zum Morgen natürlich unter freiem Himmel, beobachtet von zwei Geiern. Nach einer kurzen Bikefahrt erwartet uns eine grandiose Umgebung. Ja, ihr seid sehr schön. Ja, gell?
ganz schön. Hey? Ja. Ja. Ja, super. Ja, machst du das gut? Weiter geht's mit dem Bike auf und ab bis zum oberen Camp auf 3600 Meter. Das Wetter lässt uns aber ein bisschen im Stich. Hat es doch bereits angefangen zu regeln. Unser Camp wird gut bewacht vom Enchilada. Typisch ist die rote, haarlose Fleck auf der Brust. Das sind die einzigen Primaten, die sich grösstenteils von Gras und Grassamen ernähren. Man sieht auch, die Tiere sind überhaupt nicht menschenscheu. Ich kann bis auf 2-3 Meter an sie her und die lassen sich überhaupt nicht stören. Also das, was wir gemacht haben, da bin ich sehr viel recht. Ein Gruppenfoto an einem schönen Ort der Tour, das ist natürlich obligatorisch. Die Frage ist, ob man je wieder einmal aufkommt. Und jetzt sehen wir noch einen äthiopischen Steinbock. Am anderen Morgen teilen wir Gruppen auf. Die sportlichen Biker fahren auf den Pass rauf, auf über 4500 Meter. Die anderen nehmen es ein bisschen gemütlicher und machen eine Wanderung, aber auch die gehen auf 4000 Meter rauf. Was in der Schweiz Seilbändli und das Bergrestaurant ist, das ist in Äthiopien irgendein schlauer junger Mann, der das Goggi und das Bier auf den Berg trägt. Es ist der Plausch, auf dieser gut ausgebauten Passstrasse runterzufahren. Es ist natürlich klar, wo es runtergeht, geht es auch wieder mal rauf. Ja klar, auch das muss sein. Mails und SMS checken, zum schauen, wie es zu Hause geht.
Die Sicherheit geht natürlich immer vor. Darum halten wir an, wenn wir die schöne Aussicht geniessen wollen. Ohne Gegenleistung kommen die Kinder nicht von uns über. Denn das verführt nur noch mehr zum Betteln. Der steile Aufstieg auf der anderen Talseite bringt alle in die Schwitze. Hallo, super! Here or other place? Here. Here, yeah. But you did disinfect. Yeah, I put iodine. What's your name? Wir geniessen eine letzte kurze Abfahrt, bis wir unten im Tal den Bikes in Lastwagen verladen und mit dem Bus nach Axum weiterfahren. Gesagt, wir brauchen ein neues Museum. Wir haben so viele Kulturen da, die lagern ja alle in Archiven und das soll doch alles mal so schön aufgestellt werden. Wir bauen ein Museum. Axum war die frühere Hauptstadt des Königreichs Axum. Es ist ca. 60 km von der Grenze zu Eritrea entfernt. Man sagt ihm auch das Rom von Afrika. Die Königin von Saba hat in Axum gelebt. Die Geschichte der orientalischen Versuchung ist 1959 unter dem Titel Salomon und die Königin von Saba verfilmt worden. In der Hauptrolle Jules Briner und Gina Lollobrigida. Abmessungen zeigen, wie gross und prunkvoll der Palast war. Der Komponist Karl Goldmark ist mit seiner Oper Die Königin von Saba zum Weltraum gekommen.
warmen Temperaturen und auf gut ausgebauten Strassen mit wenig Verkehr fahren wir Richtung Etappenziel Adigrat. Fürs Mittagessen fahren wir ins Dorf Jeha. Die Ruine vom 12 Meter hohen Steintempel soll im Jahr 1000 vor Christus erbaut worden sein. Ein 4 km langer Singletrail führt uns wieder zurück auf die Hauptstrasse. Motivation lassen sich auch die jungen Äthiopier für uns Touristen begeistern. Ein lauwarmes Getränk und ein bisschen Schatten, das motiviert für die Weiterfahrt. Nach einem guten Nachtessen, gekocht von unserem Chauffeur Alex, fahren wir am anderen Morgen frisch gestärkt und munter Richtung Alaka Pass. Steil und staubig führt die Strasse in engen Kehren auf 3400 Meter. Auf der Passhöhe können wir die gute Luft geniessen, wenn nicht gerade ein stinkender und rauchender Bus vorbeifährt. Super! Nach der Abfahrt und dem Zwieri fahren wir etwas außerhalb von Adigrat in eine schöne Lodge. Mit dem Bus überbrücken wir ein paar Kilometer und kommen in die Region Sheralta. Steile Felsen, Tafelberg und Kakteen prägen die Landschaft. Es sieht fast aus wie in Arizona in den USA. Ja, und wenn der Kameramann mit der Aufnahme nicht zufrieden ist, dann muss man es halt einfach nochmal wiederholen.
Ja, jetzt passt's. Eine dynamische Bike-Gruppe, unterwegs in der schönsten Landschaft. Die Erkenntnis von dieser Tour: Eine kleine Drohne kann als Ventilator oder Föhn eingesetzt werden. Am 14. Reisetag führt die Wanderung zu Felskille Abuna Abraham. Wie ein Adlerhorst ist sie oben auf dem Felsen gebaut worden. Der steile Aufstieg, teils auf allen Vieren, belohnt mit einer atemberaubenden Aussicht.